Hallo, ich bin Antonia. Und ich bin Caro. Und wir sind Part des Teams der Nordischen Filmblogger für die Nordischen Filmtage. Und heute reden wir über ein ganz besonderes Drama, über einen queeren Film, nämlich über den Film Norwegian Dream. Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, der Film ist ein LGBTQ-Drama aus Norwegen. Der Regisseur heißt Leif Igor Devold und er war auch gestern bei unserem Screening anwesend. Und der ist selber halb Pole, halb Norwegisch, was den Film auch sehr beeinflusst hat, wozu wir später bestimmt noch kommen. Und der Hauptdarsteller heißt Tubert Milkowski. Genau. In dem Film geht es um einen jungen Polen, welcher als Gastarbeiter in Norwegen lebt, nämlich Robert. Er wohnt in einer Wohnung mit sehr vielen weiteren Gastarbeitern und er beginnt eine Romanze mit einem jungen Mann, nämlich Ivar, welcher der Sohn des Fabrikleiters ist. Aus dieser Romanze resultieren dann viele soziale Probleme, mit denen sich Robert dann umherschlagen muss. Auch als Zeitplot sind zum Beispiel auch die anbahnende Krise der Arbeiter dort, welche einen Streik machen. Und der Film hat sehr viele verschiedene Themen, die er versucht anzusprechen und sehr viele Handlungsstränge. Und dadurch hatte man oft das Gefühl, glaube ich, dass es sich ein bisschen gezogen hat. Oder was ist deine Meinung, Caro? Ja, also wie du schon meintest, spricht der Film ja sehr viele verschiedene Themen an, wie Migration, Arbeiterrechte und im Endeffekt auch genau. Sexualität und was damit einhergeht, Unsicherheit, gesellschaftliche Ausgrenzung, Liebe. Und ich finde auch, dass der Film diese Themen nicht so ganz zielgerichtet umsetzen kann. Also sie sind Teil des Films definitiv, trotzdem finde ich, dass man bei einigen noch sehr viel mehr in die Tiefe hätte gehen können. Genau, das Gefühl hatte ich auch sehr oft. Ich fand irgendwie, dass der Film keine wirkliche keinen Strang hatte, mit dem er gezogen ist. Es gab auch sehr viele Szenen, wo wir gesehen haben, wie Robert eigentlich nur einen internen Monolog hat. Wirklich, es war ein sehr wortkarger Film. Die Stimmung des Filmes war auch sehr drückend, fand ich. Sehr grauer Film, wirklich. Also die Landschaft des wunderschönen Landes Norwegen kam nicht zur Geltung. Aber ich fand, das passt auch zum Film. Und warum denkst du das zum Beispiel auch, Caro? Ja, genau. Also Roberts Gemütslage, sage ich mal, wird sehr wieder gespiegelt durch die visuellen Elemente. Also der Film ist sehr zentriert auf Robert, also mit sehr vielen Close-Up-Shots von ihm, wo er nachdenkt und der Zuschauer sieht, dass irgendwas in ihm vorgeht, aber es wird nie ausgesprochen, wie du meintest. Es ist kein Film mit vielen Worten, was aber mich auch gar nicht so gestört hat. Der Film ist sehr kühl, aber das, finde ich, passt auch gut mit der allgemeinen Stimmung des Films und mit Roberts Charakter dann auch im Endeffekt. Und wie du schon angesprochen hast, ja, die Landschaft, also ich hätte vermutet, dass Norwegen so sehr dargestellt ist, als okay, das ist das Traumland der Gastarbeiter, da wollen alle hin, das ist so schön, da kann man Arbeit finden und so weiter, aber so war das gar nicht. Man hatte einen sehr kritischen Blick auf Norwegen, einen sehr kalten Blick, auch einfach mit den Shots, also es gab wenig irgendwie schöne, traummäßige Aufnahmen von Norwegen. Also wie gesagt, es war sehr auf Robert fokussiert und dadurch auch sehr kühl Norwegen gegenüber. Das fand genau. Ich sehr interessant. Ja, fand ich auch. Norwegen war wirklich nicht ins beste Licht gerückt. Jedoch finde ich, das ist doch sehr bezeichnend für das Schauspiel, denn der Schauspieler, was war sein Name nochmal? Hubert. Hubert, genau, der Schauspieler Hubert hat eine meisterhafte Performance abgelegt. Wirklich, ich glaube, dieser Mann wird es noch weit bringen, denn auch wie er diese internen Monologe auf der Kamera dastehen konnte, mit seinen Blicken, mit seiner Körpersprache, fand ich sehr schön. Es könnte für ein ungeschultes Auge oft vielleicht ein wenig so wirken, als ob er einfach nur ein steifer Schauspieler ist, der in der Menge rumsteht, aber ich finde, es hat sehr zu seinem Charakter gepasst, dadurch, dass er ja auch diese Probleme mit seiner Selbst hat, mit seinem Selbst, mit seiner Homosexualität, die er ja auch lange unterdrückt. Ich meine, es ist halt in Polen so, dass Homosexualität dort ein ganz anderes Stigma hat, als jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Polen sehr liberalen Deutschland. Und was ich zum Beispiel auch gut fand, war, wie er dann diese Kälte auch ausdrücken konnte, dass er halt versucht hat, die Maske des Machos zu bewahren, die dann aber auch langsam im Film gegen Ende bröckelte.
Masken, finde ich, hatten auch eine große Symbolik im Film, beziehungsweise in einer Szene. Es gab nicht so viel Symbolik im Film, aber das hat auch nicht so zur Handlung gepasst. Was hieltest du davon? Ja, genau. Also wie du schon angesprochen hattest, Huberts gesellschaftliche Rolle wird sehr dark, also spielt Hubert sehr gut. Also dadurch, dass er sehr kühl wirkt, sehr distanziert und dann eben mit seinem Partner Ivar, wozu wir auch gleich bestimmt noch kommen zu dieser Geschichte, da auftaut und dann in der Öffentlichkeit eher das Bild von diesem harten, echten Mann, sage ich mal in Anführungszeichen, spielt. Genau. Und das könnte auf viele halt so ein bisschen gefühlsleer wirken. Aber ich fand es eher sehr subtil und sehr gut geschauspielert im Endeffekt. Wie fandst du denn die Liebesgeschichte? Fandst du auch zum Beispiel das Thema Homosexualität? Wie ist der Film damit umgegangen? Also ich fand, um ehrlich zu sein, habe mich nie wirklich mit queerem Cinema befasst, da ich das für mich auch gar nicht so dazu kam. Ich bin eher jemand, der sich sehr auf Coming-of-Age-Stories, die nicht so mit Romanzen in Korrelation stehen, befasst. Weil Romanzen machen oft einen Film kaputt, finde ich. Aber dieser Film hat eine sehr schöne Romanze dargestellt. Sehr schön würde ich gar nicht sagen. Es war im Endeffekt ja auch eine sehr tragische, weil man wusste gegen Ende nicht genau, was nun mit den beiden ist. Jedoch gab es viele holprige Steine, die ihnen in den Weg gelegt wurden. Und ich habe halt das auf jeden Fall sehr gut nachfühlen können. Es wirkte realistisch, es wirkte auch sehr gefühlsecht. Und ich fand, es war wirklich eine schöne Geschichte, es war schön inszeniert. Und halt natürlich am wichtigsten bei diesem Film, was ja auch im Fokus steht, der Realismus an der Geschichte, war auch sehr passend zur Situation. Okay, das heißt, du hast dich jetzt davor noch nicht so sehr mit queeren Filmen beschäftigt. Das ist richtig. Ja, um ehrlich zu sein, ich glaube, den einzigen queeren Film, den ich jemals gesehen habe, also queere Filme habe ich bestimmt schon oft gesehen mit queeren Charakteren. Ich meine, der letzte Scream-Film, schon viele. Aber wirklich ein Film, der das ins Center setzt, war zum Beispiel Bad Dynamite Cheerleader, welcher aber natürlich total im Kontrast zu diesem Film steht, weil I'm a Cheerleader ist total bunt und hat RuPaul. Dieser Film ist nichts davon, aber... Ja, also ich persönlich habe mich schon viel mit Queer Cinema befasst, einfach weil ich finde, es ist eine andere Art von Liebesgeschichte. Mhm. Natürlich durch die Homosexualität, aber ich finde, Dramen in dem Genre haben eine andere, also die sind oft subtiler und das spricht, absolut. Das gefällt mir persönlich sehr. Wo sich diese Filme, also diese Art von Filmen, sage ich mal, manchmal ein bisschen verrennt, finde ich, dass die Beziehung nicht mehr im Vordergrund steht, sondern nur noch, dass sie homosexuell irgendwie queer sind, weißt du? Genau, ja. Und ich finde, das Problem hat der Film auch, dass die Szenen zwischen Robert und Ivar sich nur darauf beziehen, okay, wir sind homosexuell und irgendwie ist das unsere einzige Eigenschaft, die uns irgendwie verbindet. Und ich habe einfach sonst nicht so die Verbindung, die Beziehung zwischen den beiden gespürt als Zuschauer, persönlich. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich habe darauf gar nicht so gedacht, ob die Gemeinsamkeiten haben. Ich habe einfach nur gesehen, dass sie auf jeden Fall Chemie auf dem Screen hatten, aber es stimmt tatsächlich. Am Anfang waren die beiden ja eher kühl zueinander, eher ein wenig reserviert, dadurch, dass Robert ja auch befreundet mit Marek ist, welcher etwas auch rassistische Kommentare, weil Marek ist ein dunkelhäutiger Mann, also er ist halt People of Color und dazu auch noch adoptiert, also er ist der adoptierte Sohn des Fabrikarbeiters. Ivar, Entschuldigung. Genau, Entschuldigung. Und Ivar wurde von diesen ebenfalls ein paar Mal beleidigt und dadurch kam halt eine so Reserviertheit gegenüber den beiden auf, wo es dann auch nochmal Konflikt gab. Das erste Mal, wo sie sich wirklich ein bisschen einander angewärmt haben, war dann halt, als er ihn mit zu diesem Job, wo er dann auch Drag gemacht hat, zum Second Hand of the Vintage Shop genommen hat. Ja, das ist jetzt ja schon sehr Deep Dive in der Story. Also ja, stimmt. Ich finde grundsätzlich, dass Marek ist der Mitbewohner von Robert, also ein bisschen queerfeindliche und auch rassistische Kommentare gebracht hat. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass es, also natürlich ist das ein sehr starker Verbindungspunkt, weil homosexuelle Paare oft ähnlichen Herausforderungen gegenübergestellt sind. Klar, nur. Irgendwie Hass in der Gesellschaft und so weiter.
Aber irgendwie war das bei den beiden der einzige Punkt, den verbunden hat. Ja, genau. Das habe ich auch sehr, also so, ich habe doch noch einen Film geguckt, wo Queerness im Center war. Porträt einer Jungfrau in Flammen. Da war es ebenfalls so, dass wirklich diese beiden Frauen, ich habe das Gefühl gehabt, in dem ganzen Film war so die Tension nur da, weil man wusste, es ist verboten. Es ist das 18. Jahrhundert oder ich habe keine Ahnung, wann dieser komische Film gespielt hat. Die hatten ebenfalls keine Persönlichkeit, die sie zueinander hingezogen hat. Aber in diesem Film, fand ich, wirkt es realistischer dadurch, dass Menschen eben oft andere Probleme außer ihre Liebschaften haben und das ja auch dann so explizit dargestellt wurde. Also ich muss sagen, ich finde persönlich Porträt einer Jungfrau in Flammen großartig. Und ich finde, das ist kein Problem, hinterher um zu diskutieren. Ich finde den Film, also ich finde, dass die sehr viel verbindet, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Das geht ja um genau, es geht um den Film. Ja, was hältst du denn von den anderen Themen im Film? Oder wie hat dir der Film generell gefallen? Mir gefiel der Film gut, nicht sehr gut, aber er gefiel mir definitiv gut. Ich fand die Story, auch wenn sie sich gezogen hat, wie wir schon erwähnt haben, zahlreiche Male, vielleicht sollten wir damit aufhören, trotzdem sehr interessant, auch einfach die Perspektive eines Gastarbeiters. Ich komme selbst aus einer Immigrantenfamilie, also meine Großmutter war Immigrantin, aber sie war keine Gastarbeiterin, deswegen da konnte ich jetzt nicht so die Connection ziehen, aber ich habe mir manchmal auch so versucht, Parallelen zu ziehen. Wie ist es, in einem neuen Land zu sein? Wie ist es, eigentlich so wirklich niemanden außer sich selbst zu haben? Weil klar, er hatte diese Freunde, mit denen er dann auch manchmal ein paar Sachen unternommen hat, aber man hat nie wirklich das Gefühl gehabt, dass sich da wirklich eine Freundschaft aufgrund von Interessen und der Persönlichkeit des jeweils anderen gebaut hat. Das hatte man eigentlich mit keinem Charakter in diesem Film. Freundschaften wurden halt irgendwie gar nicht gebildet. Es waren entweder Zweckgemeinschaften oder Liebschaften. Und das hat irgendwie, das ist auf der einen Seite sehr realistisch, weil als Gastarbeiter, als jemand, der seinen Unterhalt verdienen muss, damit er seine Familie in einem Land gegebenenfalls unterstützen kann, hat man höchstwahrscheinlich nicht so viel Zeit, um Freundschaften zu haben. Also ja, das ist ein interessanter Punkt. Also man merkt dem Film sehr an oder den Charakteren, dass sie da sind, um Geld zu verdienen, um irgendwie ihre Familien zu versorgen. Deshalb, das spielt auch nochmal dazu rein, also damit rein, dass der Film sehr gefühlskalt wirkt. Das hat mich aber gar nicht gestört. Das fand ich eher einen realistischen Punkt. Genau, ich auch. Ja, bei solchen Filmen ist immer das, weil der Film behandelt ja sehr spezifische, einzigartige Probleme, inwiefern die dann universell übertragbar sind. Weißt genau, du, inwiefern man das irgendwie bei uns anwenden kann oder irgendwie so. Und ich fand tatsächlich, das hat der Film ganz gut gemacht. Also die Arbeiterrechte waren ein interessantes Thema, das auch bestimmt bei uns. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, glaube ich. Nö, das ist ja auch nicht so. Also, ja, also was möchtest du dazu auch nochmal deine Meinung sagen? Ja, würde ich sagen, weil das wird ja gegen Ende des Films zumindest noch ein recht großer Plotpunkt, dadurch, dass er ja dann auch eine Beförderung bekommt, richtig? Oder was war das genau? Weil er wird dann ja. Ein bisschen Spoiler-Territory. Oh, okay. Entschuldigung. Ja, gegen Ende des Filmes kommt es noch zu vielen Changes in seinem Berufsleben, zu vielen Veränderungen. Aber man merkt halt auch, ja, also da ist die auch Stimmung noch wird immer drückender. Ja, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Also ein großes Thema ist dann auch noch, glaube ich, Integrität und wie man. Genau. Also, wie man sich da. Also, Integrität. Inwiefern Robert sich mit sich selbst vereinbaren kann. Genau. Okay, das brauche ich selbst und das braucht meine Familie und das ist aber jetzt irgendwie das, in Anführungszeichen, Richtige zu tun und wo ich irgendwie angesehen wäre bei meinen Mitmenschen. Also das ist ein großes Thema, das der Film, finde ich, auch sehr gut umsetzt. Aber wollen wir mal zu einem Fazit kommen? Wie fandst du denn den Film im Endeffekt und wem würdest du den empfehlen? Vielleicht auch? Ich fand den Film sehr interessant. Ein guter Film auch von einer technischen Perspektive. Ich kenne mich nicht so viel aus mit der Technik hinter Filmen oder mit Arten von Regie und all dem, wie du es tust. Jedoch kann ich sagen, dass mir die Art, wie Robert porträtiert wurde, wie er sich halt wirklich mit sich gekämpft hat in vielen Shots, das fand ich unglaublich interessant und unglaublich interessant zu sehen auch. Das fand ich sehr gut.
die schauspielerische Leistung war wirklich fantastisch. Also ich hätte jetzt gesagt, es wäre aus einer Dokumentation gekommen, aber vielleicht kann ich das noch nicht einschätzen, wer weiß. Was mir besonders gefiel, war eben, dass das Thema Integrität und einfach sich irgendwo zu migrieren, nennt man das so? Ja, sich irgendwo zu migrieren, auf so vielen Ebenen gezeigt wurde. Sich in einem neuen Land zu migrieren, sich in einer neuen Situation, in einer Gemeinschaft mit Menschen zu integrieren oder da rein zu migrieren und sich zu integrieren. Und dann auch halt in eine Szene emigrieren, wie es zum Beispiel war, als er dann mit Iva zusammen zu diesem Vintage-Laden gefahren ist und dort auch einige neue Erfahrungen gemacht hat. Das fand ich alles sehr gut. Waren die großen Stärken des Filmes. Entschuldigung. Jedoch, wie gesagt, hat meinem Gehirn manchmal wenig zu lang sich gezogen. Vielleicht liegt das auch einfach an meiner typischen Generation Z Aufmerksamkeitsspanne. Aber manchmal lag ich wirklich so im Kino und dachte, okay, er guckt jetzt nochmal in die Kamera für 3 Minuten. Okay. Ja. Aber am Ende, also im Endeffekt, wenn ich das so reflektiere, war es trotzdem wirklich ein guter Film. Auch wie er mit dem Team gespielt hat. Und ich glaube, so Beurteilung, ob die Story jetzt so realistisch war, wie sie gezeigt wurde, kann ich nicht machen. Für mich wirkte sie realistisch, jedoch basiert es halt wirklich auch auf Erfahrungen von Gastarbeitern und auf Erfahrungen des Regisseurs und von Schauspielern und von all den Leuten, die wirklich an diesem Film gearbeitet haben. Deswegen sollte ich über die Erfahrungen von Leuten nicht urteilen. Aber ja, ich würde ihm so eine 8 von 10 geben und ihm Leute empfehlen, die auf düstere etwas gräuliche, sozialkritische Dramen stehen, die noch eine Komponente mit vielleicht etwas mit Gesellschaftskritik haben wollen, etwas, was homosexuell ist, was queer geladen ist, würde ich denen empfehlen. Es ist eine Story, die wurde noch nie erzählt, jedoch die Art, wie sie erzählt wurde, kam schon oft in anderen Filmen vor. Also. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich verstehe dich da voll. Ich fand auch, dass der Film Längen hatte im zweiten Akt und auch am Anfang, wo man nicht genau wusste, okay, wo möchte der Film hin? Was möchte der Film von mir? Wer sind überhaupt alle Leute? Aber das hat sich dann, ich fand, im letzten Akt recht gut aufgelöst. Und das wäre auch eigentlich mein einziger Kritikpunkt. Ich fand, der Film hatte sehr schöne emotional aufgeladene Momente dann doch in diesem ganzen gräulichen, kalten Setting und ist vielleicht nicht für jeden was, also eher wie du schon angesprochen hattest, für Leute, die Dramen mögen, für Leute, die vielleicht auch queere Dramen mögen. Leute, die sich für eine klare Empfehlung. Genau, für Gesellschaftskritik interessieren. Ich bin ja auch ein großer Fan von gesellschaftskritischen Romanen und allem, was irgendwie die Art, wie wir leben, etwas kritisch beurteilt oder betrachtet. Ich mag auch total, ja okay, das passt jetzt nicht so zum Thema, aber ich mochte das Buch von Denise Ode Streulich doch sehr. Es hat eigentlich an sich von der Handlung her nichts mit dem Film zu tun, jedoch die Art, wie er erzählt wurde, wie sich irgendwie alles sehr kalt angefühlt hat, sehr realistisch. Das müsst ihr wissen, das Buch, den er von Denise Ode Streulich spielt, im Ruhrpott, und irgendwie habe ich mir dort auch genau diese Grauheit vorgestellt wie in Norwegen, auch wenn die Szenerien natürlich unglaublich anders sind. Aber irgendwie erinnerte ich mich das daran. Und an einen Film, den ich letztes Jahr geguckt habe, Sisters hieß der, glaube ich, wo es um zwei Heimkinder, Schwestern gegen die auch in einer sehr grauen Szenerie in, wo war es? Ich glaube, das weiß auch nicht, aber auch irgendwo im Norden waren. Das war auch sehr interessant. Ja, also ich hatte das jetzt persönlich noch nie so gesehen mit diesem spezifischen Setting in Norwegen und fand da den Einblick auch interessant. In diese wirklich komplett andere Welt, komplett andere Lebensweise mit dieser Migration dahin und den Gastarbeitern. Ihr könnt den Film morgen nochmal sehen, um 19.30 Uhr im Sinister, also morgen Donnerstag. Und dann würden wir uns verabschieden, oder? Würde ich auch sagen. Vielen Dank, dass du
mit mir über diesen Film gesprochen hast, dass wir uns austauschen können. Und ich hoffe, du wirst noch viele weitere Filme sehen und hast Erfolg. Bestimmt. Tschüss. Tschüss.